5 SF1. Die Mobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Schießkarren in Luzern, Fräulein da Capo. Vielen Dank. Schönen guten Abend miteinander. In der letzten Woche hat es eine Schlagzeile gegeben, die mich ein bisschen traurig gestimmt hat, nämlich die Schlagzeile, dass offenbar die Romans fast zweimal so häufig depressiv sind wie wir Deutschschweizer. Ich habe mir es dann versucht zu erklären. Gut, nur mit den Reflexivpronomen kann man sich allein nicht erklären. Nein. Auch nicht nur mit dem Subjunktiv, nein, oder? Nein. Dass sie so depressiv drauf sind. Schau, die Landesteile gehen einfach sehr unterschiedlich mit dem gleichen Problem um. Der Romo nimmt Psychopharmaka, der Deutschschweizer greift zur Dienstwaffe. Ganz klarer Mentalitätsunterschied, oder? Also, dann sind sie auch immer noch bei den Abstimmungen auf der Verliererseite, ja, oder? Wir müssen ihnen immer zeigen, wo es durchgeht. Das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend fürs. Und ich habe mir dann überlegt, in dem Weltschland und also in dem Genf ist ja das CERN, oder? Dass die machen ja hochgefährliche Versuche dort. Also wenn dort ein depressiver Weltschland hockt an einem Knopf, wo man den Urknall auslösen kann, also ich weiss es nicht. Es ist einfach, im Gesamten muss man einfach sagen, wir Deutschschweizer sind einfach die fröhlicheren Menschen, ja, oder? Also schauen wir nur mal die Zusammensetzung im Bundesrat an. Dort sind einfach Deutschschweizer die Fröhlichen. Das ist wirklich absurd. Also, es ist eindeutig, oder? Und wenn man dann denkt, oder, wie sind die welschen Mitglieder ein bisschen drauf? Alle ein bisschen traurig, alle ein bisschen düster. Voici quand la nuit est tombée, un nouveau né nous est donné. Das ist ziemlich depressiv, oder? Ich finde aber Frau Galmire nicht depressiv, ich finde sie eher manisch. Ah, das, ja, okay, gut. Aber weißt du was, Mac, wir könnten doch jetzt mal für unsere Compatrioten etwas Gutes tun. Komm, ich erzähle jetzt doch denen mal einen Witz. Ja, ich habe einen. Ins Weltschland, hast du einen? Ja, ich habe einen. Aber direkt einen Witz von uns. Auf Französisch. Also, gut so. Cher Roman, un Italien à Zürich veut envoyer une lettre à la poste. Il entre à la poste et puis le postillon demande à l'Italien y schreiben. Et puis, l'Italien dit, nein, ich schon schreiben, du schicken. Nein, Moment. Das funktioniert doch nicht. Er ist ein bisschen alt, aber er ist lustig. Ja, dass er alt ist, macht nichts, der Witz. Aber er ist ein halber Deutsch noch drin. Die haben doch das nicht wieder verstanden. Oder meinst du, sie lachen sich jetzt kaputt dort unten? Sollen sie Deutsch lernen? Ja. Okay, gut. Also, wir sind einfach so, ganz grundsätzlich muss man sagen, wir Deutschschweizer sind einfach besser drauf und wir nehmen auch nicht, auch zum Teil Katastrophen nehmen wir nicht so ernst. World Trade Center, das ist die höchste Gewalt der Welt, oder? Höchste Gewalt, wir haben die höchste Gewalt. Nach einem Tic-Tac, zwei Flugzeuge. Hey, so kann man es doch auch nehmen. Ja, oh, wir sind doch lustige Scheiben, hey, wir Deutschschweizer. Übrigens, der Christoph Blocher ist ja jetzt, glaube ich, Berater bei der Basler Zeitung. Ja. Was das für die Basler Zeitung bedeutet, ich weiß es nicht. Geht mir am Arsch vorbei, das ist eine Scheissgegend. Also, eine Scheissgegend ist ja das Wort von der letzten Woche, oder? Ich meine, der Dieter aus Bümplitz hat... Also, zum mal zu den Fakten kommen, der Dieter aus Bümplitz hat in einer Schiesssendung bei einem Schiesssender ein Schiesszitat geliefert und ist dann von einer Schweizer Schiesszeitung zitiert worden. Das sind mal die Fakten, oder? Gut, man muss sagen, sie hat ihre Heimat als Schiessgegend bezeichnet. Das ist Bümplitz, ein Vorort von Bern. Das ist dort, wo sich der Fuchs und der Hess gute Nacht sagen. Aber ist sehr schön dort. Die haben viel Grünflächen. Ja, also, wir können vielleicht gar mal ein Bild zeigen vom Zentrum von Bümplitz. Also, das ist wirklich, also total. Der Dieter von Bümplitz ist schön wie ein richtiger Star und wir Schweizer.
stolz. Und wenn sie redet über Bümplitz, dann findet sie so scheiss gegen dit. Und wer es könnt, der weiss, sie hat recht. Fernanda Capo mit einer Version von Venus von Bümplitz. Wobei, wenn man genau schaut, wäre ja das jetzt Anus von Bümplitz, oder? Aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir sind ja mitten in einem Abstimmungskampf drin. Eine Steuerinitiative. Ich weiss nicht, haben Sie es heute in der Presse gelesen? In der Sonntagspresse, da haben sich grosse Unternehmer, reiche Leute in der Schweiz, haben gesagt, wir wandern eventuell aus, wenn diese Initiative angenommen wird. Und wir finden da dazu, hat das Ehepaar Gibler auch noch etwas zu sagen. Erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu dieser Steuergerechtigkeitsinitiative. Ungerechtigkeitsinitiative? Ja. Wo die SP will die Konkurrenz zwischen den Kantonen beseitigen. Ausradieren, wenn Sie... Eleonor, bitte. Okay, ich sage nichts mehr. Schauen Sie, wir Bürger, die auf der besseren Seite der Einkommensschere positioniert sind, wir finanzieren ja praktisch den Staat, nicht wahr? Ja. Ohne das Steueraufkommen vom Zürichberg will ich dann sehen, mit welchem Geld die teure S-Bahn finanziert wird, die von SP-Mitgliedern, Schwarzfahrern und anderen Randständigen benutzt wird. So krass kann man das jetzt auch wieder doch, nicht Herr sagen, Mann, Eleonor Emmelix. Ein gut Situierter in der Schweiz braucht eine Steueroase zum Leben wie ein Arbeiter in Schrebergarten. Und er bringt ja auch Opfer. Glauben Sie, für die obere Einkommensschicht sei das ein Vergnügen, im Stierenwollerau zu wohnen? Oder in dem Millionärs-Guantanamo Obwalden? Die Frau von Muralten wohnt dort und sie sagt, sie brauche 4 Stunden Fahrzeit, um im Zürcher Sprüngli Sauternstängel zu kaufen, nicht? Es liegt doch in der Natur des freien Märkte, dass Kantone wie Krankenkassen auch sich die guten Risiken schnappen. Ich sage Ihnen jetzt einmal, wie die Realität aussieht. Ich habe mit unserem Cadillac Escalade wieder einmal in der Zürcher City keinen Parkplatz gefunden. Dann habe ich einen Polizist angewunken und ihm gesagt, er soll mein Auto parkieren, wenn er schon den Verkehr nicht im Griff hat. Dann ist er mir frech gekommen und ich musste ihm erklären, dass ich als Top-Steuerzahlerin seit Jahren sein Gehalt finanziere, dass er ohne mich seinen täglichen Servala-Salat und seine schlecht sitzende Polyester-Uniform nicht weiter könnte. Aber es ist so. Ja, es ist so. Das hat ja dann auch noch ein kleines juristisches Nachspiel gehabt. Leider, ja. Die SP-Steuerinitiative ist nichts anderes als eine Millionär-Ausschaffungsinitiative. Dabei sollte man doch die schwachen Steuerzahler ausweisen. Die Fremdenfindlichkeit gegen ausländische Millionäre hat bei einer Annahme zur Folge, dass die unser Land verlassen. Genau. Sie sind schon bei der Pauschalbesteuerung und nach dem Fall vom Bankgeheimnis abgewandert. Wir zwei sind ja praktisch nur die einzigen Wohlhabenden im Land. Ja. Das sagt die SP auch. Was? Ja. Das ist denen ihren Slogan. Herr Mann! So, und dann hat unser zuverlässigster Lieferant von satirischem Material, nämlich die Schweizer Armee, uns auch nicht enttäuscht in der letzten Woche. Es ist ein kleiner Unfall passiert in Bühr. Es hat ein bisschen Verletzung gegeben, aber Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Es sind dort ein paar Schützen, 4 Schützenpanzer ineinander eingefahren. Ja, immerhin, die haben noch 4 funktionierende Schützenpanzer. Ja. Das sind selber erstaunt, dass sie das noch hatten. Ja, das sind also 4 Piranha-Panzer. Das hat mich erstaunt, ein Unfall mit 4 Piranhas. Ich habe auch schon einen Unfall gehabt mit 4 Caipirinhas. Und ich muss sagen, dass sie garantiert wieder diese jungen Secondos gesehen, diese Panzerinnen, die haben einfach keine Verkehrsdisziplin. Immer doch auf, du. Also, aber eine weitere Meldung auch von der Armee war, und das war fast nur die erstaunliche Schlagzeile, Sie haben ja offenbar einen Stollen gefunden, wo Sie eine komplette eingerichtete Batteriefabrik, die Sie Ende der 80er Jahre, also 2 Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer, gebaut haben.
Und dort haben sie dann auch nebendran noch einen Stollen gefunden, der noch leer war. Und der ist offenbar gebaut worden, um die gebrauchten Batterien dort zu entsorgen. Ich meine, da haben sie etwas überlegt. Super. Ich frage mich einfach, warum braucht die Armee Batterien? Also. Ja, weißt du, in den 80er Jahren hat die Vision gehabt, die Armee zu ersetzen mit so rosa-roten Plüschsoldaten, die drümmeln. Das wäre auch günstiger gekommen. Ja. Ja, klar, klar. Wobei, es ja, ist ja gut, dass sie etwas gefunden haben. Ich meine, man findet ja immer mehr, man merkt ja, dass langsam unser ganzes Land unterstollt ist. Oder es hat ja praktisch überall Stollen, offenbar auch im Matterhorn rein. Das kippt nächstens, weil offenbar sind dort Militärstollen drin. Wer weiß, was für Fabriken sie dort drinnen noch finden. Vielleicht finden sie auch eine Kaverne mit einem Kampfflugzeug, oder? Dann müsste Ueli Maurer keine neue besorgen. Man müsste einfach mehr suchen. Was mich ein bisschen irritiert, Mike, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der Mike, der grabt ja seit längerer Zeit am Jura-Südfuss. Er hofft, dass er dort einen Stollen findet, weil es gehen Gerüchte um, dass dort früher eine Militärgutzli-Fabrik gebaut worden ist. Ja, und wenn ich die Fabrik finde, gehören die Gutzli auch in mir. Ja, gehören auch in mir. Ganz sicher, ganz sicher. Aber weißt, dass man alles nicht mehr findet, ist ja ein bisschen komisch mit dieser Armee. Ich meine, wir müssen ja froh sein, dass man hin und wieder den Ueli Maurer immer wieder findet. Oder? Er ist ja auch unterwegs immer. Ja, aber darum ist ja gut, ist er vor allem auf Auslandsreisen, dann weiss man immer, wo er ist. Oder? Im Moment ist er in Abu Dhabi am Formel 1 Rennen. Er will ja wieder Autorennen in der Schweiz erlauben, weil dann könnte er mit diesen Batterien aus der Batteriefabrik könnte er mit einem Elektrohaflinger ins Renngeschäft einsteigen. Schlau überlegt. Bleiben wir noch schnell beim Sport. Die Woche hat ja der Roger Federer ein bisschen Pech gehabt in Paris. Erneut. Er hat 5 Matchbälle versaut, muss man sagen. Ist im Halbfinale rausgefallen. Ja. Wir sind jetzt live mit ihm verbunden. Victor, du führst mit ihm ein Gespräch und ich gehe derweil Kaffee machen. Okay, über was soll ich reden mit? Über Tennis. Ah, okay. Okay. Herr Federer, herzlichen Glückwunsch. Und wie geht es eigentlich so? Und wie geht es Ihren Zwilling? Gut, danke schön. Also, ja, wir haben diese Woche in Paris gespielt. Ja, eben genau. Sie sind ja eben in Paris gewesen. Dann haben Sie offenbar die Zwillinge auch mitgenommen, haben Sie eine Stadt gezeigt. Sind Sie auf dem Eiffelturm oben gewesen mit ihnen? Oder? Selbst nicht, nein. Sie sind bei mir in Bercy gewesen, oder? Und haben, was haben denn die Zwillinge gesagt, wo Sie sie nach dem Match haben können in den Arm schliessen, die zwei herzigen Zwillinge? Was haben Sie gesagt? Nicht viel. Also, Sie können noch nicht reden. Also, ja, also, haben Sie jetzt vielleicht noch eine Frage zum Turnier? Also, zum Turnier, ja, ja genau. Sie haben ja offenbar haben Sie ja nächstens ein Turnier in Abu Dhabi. Entschuldigung, schnell. Herr Federer, wollt ihr auch ein Espresso? Nein. Dankeschön. Ich bin mitten im Gespräch. Sie haben jetzt ein Turnier in Abu Dhabi. Können Sie dort Ihre Zwillinge auch mitnehmen? Spielen eigentlich Ihre Zwillinge lieber auf Rasen oder auf Sand? Oder was sagen Sie, wenn sie laut sind, die Zwillinge? Quiet, please. Dankeschön vielmals für das Gespräch. Ja. Adieu, bitte. Merci. Das ist jetzt, finde ich jetzt sowas von arrogant, dass der mit mir nicht ein Fachgespräch führen will. Also, du hast die ganze Zeit nur von den Zwillingen geredet. Ja, das sind Tennisspiele. Das interessiert die Leute. Jeder Sportreporter redet ja nur noch von den Zwillingen. Und du bietest immer einen Espresso an, bitte, am Federer, der so weit weg ist. Sorry. Was weit weg? Der ist hinter dieser Wand. Mit einer anderen Kamera. Ja, okay. Musst du das jetzt nicht. Das kannst du ja gerade sagen, sagt der Michael Elsener, der spielt. Ja, gut. Jetzt hast du die Illusion vollständig zerstört für den Zuschauer. Okay, gut. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Der Ricardo Lumengo. Der SP-Nationalrat und Jurist aus Biel, der Ricardo Lumengo, ist verurteilt worden wegen Wahlfälschung. Er hat offenbar 44 Personen ein bisschen geholfen beim Ausfüllen des Wahlzettels und da ist immer dann sein Name drin gestanden. Gut, jetzt muss man sagen, der Ricardo Lumengo ist ja bekannt worden im Nationalrat, weil er verlangt hat, dass man Red Bull für die Jungen verbietet. Gute Pointe, Mike. Nein, das stimmt eben. Es ist keine Pointe. Was allerdings nicht stimmt, ist, dass er in seinem Nationalratspultli extra selber noch 44 zusätzliche Abstimmungsknöpfe eingebaut hat. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Nein. Er ist jetzt zu 10 Tagessätzen an 180 Franken verurteilt worden in Biel. Das entspricht umgerechnet gut und gern an die 200 Stimmen.
Ja, wenn man es genau nach dieser Skala umrechnet. Er hat ja, ist ein bisschen ein Herzurteil eigentlich, muss man ja sagen. Er hat es ja offenbar nicht mit Fleiss gemacht, also nicht mit, ist ja gleich, wie man dem sagt und so, sondern er hat offenbar ja, was ihn geschadet hat, er hat offenbar noch am Richter angeboten, dass er ihm helfe, das Urteil auszufüllen. Und das ist dann nicht so gut angekommen. Möglicherweise hat er ja auch seinen 44 Parteikollegen die Schnürli-Schrift vom Herrn Schlür beibringen. Das weiss man ja alles nicht. Und jetzt wird er da so abprangert wegen einer Lappalie. In der FIFA hätte er eine Beförderung zu gut gehabt, oder? Der Lumengo hat gesagt, als Sozialdemokrat trete er erst zurück, wenn das Urteil rechtskräftig sei. Der Kapitalismus überwunden, die Schweiz in der EU und die Armee abgeschafft. Ja, genau. Du, Hermann, müssen wir eigentlich jetzt nach dem Urteil unseren Ricardo Lumengo raus tun? In Leon Ort. So, das ist völlig blöde Bemerkung. Ich hatte eine sehr harte Woche. Das kann überhaupt ein sehr hartes Jahr gehabt. Es muss ist man sagen, schwierig ist für einen Viktor. Er ist im Sommer übergangen worden bei der Wahl zum SRG-Generaldirektor. Er ist bei der Bundesratswahl ausgebotet worden. Und er ist jetzt bei einer Umfrage von der Glückspost zu den nervigsten Fernsehmoderatoren nur auf Platz 8 gelandet. Ja. Das ist ein Schlag für mich. Ja, ich weiss, oder? Mein grosser Ehrgeiz ist natürlich, die Glückspost auf Platz 1 zu nerven. Oder? Dort ist jetzt Roman Kilchsberger drauf gelandet. Ich habe alles da. Ich werde versuchen, dass ich im nächsten Dings erreiche. Im nächsten Jahr wird vielleicht nochmal so eine Umfrage gemacht. Es ist mir vorgeworfen worden, dort drin, ich habe eine doofe Meinung und sage es aggressiv. Ja. Ja. Und da bin ich aber nicht der Einzige, weil offenbar sind sehr viele moderatorisch vorgeworfen worden, sie hätten eine doofe Meinung. Ich meine, man muss mal vorstellen, oder, wer das Ganze initiiert hat, die Glückspost, das ist das Heftchen, erinnert euch, wo ja auf der Titelseite gesagt hat, sie seien in Kontakt mit dem toten Steve Lee, oder? Also damit man mal das Umfeld von dem Fachorgan mal ein bisschen sieht. Jetzt interessant bei dieser Umfrage war, dass vielen Moderatoren vorgeworfen wird, dass sie sich zu fest in den Vordergrund drängen. Ja, das ist natürlich ein Seich für einen Moderator. Gehört doch nicht in den Vordergrund, der muss ein bisschen in den Hintergrund gehen. Oder? Also, wenn eine Sendung anfängt, geht der Moderator am gescheitsten in die Kante und einen Kaffee saufen. Ganz genau. Ganz genau. Und dann sind einzelne Leute sind vorgeworfen worden. Aber Nick Hartmann ist ja vorgeworfen worden. Er hätte nichts zu sagen, aber seine Meinung sei doof. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Also eine Meinung, die man nicht sagt, ist dann noch doof. Also, ist auch schwierig. Oder Thomas Bucheli, oder? Yeah. Der tut immer so wichtig wegen der Meteorologie. Der tut sich so im Vordergrund spielen, weil er so mit seinem Fachwissen will. Der macht sich witzig mit seinem Studium. Das wäre wie wenn Glückspost würde Leute anstellen, die schreiben können, oder? Ja, nein, also... Ja, also, oder der Christoph Siegrist, auch ein Wettermoderator. Oder? Beim Christoph Siegrist nervt vor allem sein Vor- und sein Nachname. Oder Christoph Siegrist, ja. Nervt, oder? Wenn er wenigstens nur mit dem Vornamen würde nerven, aber mit dem Vor- und Nachnamen. So schnell, mit dem spielen wir nicht mehr auf den Platz. So doof findet mir das. Ja, also es hat ja noch eine zweite Umfrage in dieser Woche, die in die Schlagzeilen kam, nämlich das ist die Umfrage von der SVP zu der Ausländerproblematik. Und dort haben sie, glaube ich, gesagt, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis. Sie haben Folgendes gemacht, sie haben allen Schweizer Haushalten so ein Umfrageformular zukommen lassen und sie haben, jetzt muss ich das mal vorstellen, einen Rücklauf von sage und schreibe 2%. Heißt das, dass die anderen 98%, die nicht teilgenommen haben, einverstanden sind mit der jetzigen Ausländerpolitik? Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Als Nebenprodukt sind auch noch andere interessante Einsichten für euch. Sehr. Die Umfrage hat ergeben, dass 71% der Schweizer Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Dass in städtischen Gebieten so gut wie niemand wohnt. Und dass es in Biel 44 Juristen aus Angola gibt. Ja. Jetzt ist das natürlich recht intelligent, eine Umfrage zu machen bei den eigenen Leuten, oder? Das ist noch schlau. Die katholische Kirche hat das jetzt auch gemacht und hat ihre Leute befragt, ob sie an Gott glauben und was sie von Atheisten halten.
Interessanterweise haben 90% gesagt, sie seien Katholiken. Und 10% haben die Frage akustisch nicht verstanden. Ja. Uns hat natürlich interessiert, wie werden wir beurteilt, oder? Und wir möchten jetzt mal eine streng wissenschaftliche Umfrage machen, direkt hier im Publikum rein. Und zwar haben wir diese Frage demoskopisch, wissenschaftlich natürlich ausarbeiten lassen. Und wir möchten uns jetzt mit folgender Frage als grosse Schweizer Volk wenden. Zum Beispiel möchten wir fragen, finden Sie es richtig, dass die Schweizer hin und wieder auch Fernsehen schauen? Selbstverständlich. Das gilt. Mike, ich glaube, ich habe einen Schwab da. Ja. Tut mir leid, aber weil ihr ja auch zu uns gehört, das ist ja ein selbstverständliches Ja. Selbstverständliches Ja. Selbstverständliches Ja. Langt dir das, ja, das für eine Hochrechnung für Statistik, schon? Aber das ist jetzt noch ein bisschen knapp. Ich würde sagen, fragst du vielleicht noch eine Frau? Frag nur eine Frau. Genau, da suchen wir noch eine. Ja, ich teste gerade ein bisschen, testen, wie unsere Kameraleute zu weg sind. Gut, die sind gut zu weg. Also, finden Sie, dass man in der Schweiz auch kann ruhig hin und wieder Fernsehen schauen kann? Ja, vor allem Sonntagabend. Vor allem Sonntagabend, ja. Das ist, ich glaube, das langt, Mike. Das ist, oder? Von der Rohdaten her sehr eine befriedigende Situation. Ja, das tun wir hochrechnen jetzt. Ich habe mein Computersystem jetzt hier mal laufen und es ist sehr erstaunlich, was hast du schon Resultate, Mike? Ich habe die ersten Resultate sagen, 98% von der Schweizer Bevölkerung sind Fan von unserer Sendung. Eine Mehrheit der Schweizer weiss, was ein Fernsehgerät ist. Sehr erstaunlich. Ja. Und der Mike Müller ist der beliebteste Moderator vom Fernsehen seit der Erfindung der Glühbirne. Danke vielmals. Das hat jetzt also. Das freut mich jetzt. Aber. Das möchte ich gerade danken. Hey, hä? Super. Super. Lass noch zwei, drei so Umfragen und wir haben die Welt vor. Ja, aber sicher. Nein, wir sind natürlich auch froh, dass wir das jetzt wissen. Ich muss Ihnen gerade sagen, so Umfragen machen ist nämlich nicht immer leicht. Können wir Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hey. Ihnen? Auch nicht? Eine Frage stellen? Darf man Ihnen eine Frage stellen? Nicht? Darf man Ihnen schnell eine Frage stellen? Nein, ich muss das offen. Darf man Ihnen eine Frage stellen? Oh ja, ich habe Zeit. Wird sie darf mir eine Frage stellen? Darf ich mir Ihnen eine Frage stellen? Ich bin gerade beschlossen, zu im Dienst. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nein, das ist besonders. Ehrlich? Ja. Ganz schaurig besonders? Ganz schaurig besonders. So, dass Sie mir jetzt überhaupt keine Frage beantworten? Nein. Überhaupt keine Zeit? Überhaupt keine Zeit. Und Sie müssen ganz dringend gehen? Ja, ganz dringend. Genau, Mama, das ist super. Soweit zu den Umfragen. Und wir kommen jetzt zu unserem künstlerischen Gast. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, dass er diplomierter Biochemiker ist. Genau. Diplomierter Biochemiker ist. Das ist Drogen, aber legal. Ja, genau. Ich weiss es selber fast nicht. Und er ist aber auch, und das wissen fast alle, einer der jungen, beliebtesten Filmschauspieler in unserem Land. Und was immer mehr Leute realisieren, ist, dass er ein verdammt guter Kabarettist ist und vor allem ein toller Liedermacher. Als das ist er auch hier bei uns. Begrüßt bitte den Nils Althaus. Merci. Ich habe ausnahmsweise kein eigenes Lied dabei, sondern eine Übersetzung. Und zwar ist es eine wortgetreue Übersetzung von einem kabarettistischen Glanzstück aus dem englischsprachigen Raum. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich hab's wieder gemacht. Hab's geschafft, dass du glaubst. Wir sind mehr als Kollegen. Oh, Schätzli, es wirkt vielleicht wie verknallt. Aber das heisst noch nicht, dass ich auch ernst bin. Meine Sinne zu verlieren. Das ist wieder mal so typisch ich. Oh, Schätzli, ups, ich hab's schon wieder gemacht.
habe gespielt mit deinem Herz, mir verirrt in dem Spiel. Oh Schätzli, Schätzli, ups, du meinst, ich sei verliebt, der Gott hat mich geschickt. Ich bin nicht so unschuldig, schau, mein Problem, das ist das. Ich bin so verträumt und wünsche mir Helden, die gäb's auch in echt. Ich renne um zählen Tag. Nein, glaub mir, ich bin ein Depp. Auf so viele Arten, meine Sinne zu verlieren. Das ist wieder mal so typisch ich. Oh Schätzli, ups, ich hab's schon wieder gemacht. Hab gespielt mit deinem Herz, mich verirrt in dem Spiel. Oh Schätzli, Schätzli, ups, du meinst, ich sei verliebt. Für Gott zeig mich geschickt. Ich bin nicht so unschuldig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alle an Bord. Engländerli. Das ist die Übersetzung von Britney. Engländerli. Es gibt etwas, was ich möchte, dass du es hast. Oh, es ist wunderschön. Aber warte mal, ist das nicht? Mal. Was ist es? Aber ich denke, die alte Frau hat am Ende den Ozean gefallen. Tja, Schätzli, ich bin runter und hab's für dich aufgeholt. Oh, das hättest du nicht sollen. Ups, ich hab wieder gespielt mit deinem Herz und mich verirrt im Spiel, oh Schätzli. Ups, du Mensch, auch Gott hat mich geschickt. Ich bin nicht so unschuldig, jetzt alle, ups, ich hab's schon wieder gemacht. Ich kann's verstehen, wenn du nicht weißt, schon gut. Oh Schätzli, Schätzli, ups, du Mensch, ich sei verliebt. Der Gott hat mich geschickt. Ich bin nicht so unschuldig, ups, ich hab's schon wieder gemacht. Hab gespielt mit deinem Herz, mich verirrt in dem Spiel. Oh Schätzli, Schätzli, ups, du Mensch, ich sei verliebt. Der Gott hat mich geschickt. Ich bin nicht so unschuldig. Yeah. Nils Althaus, vielen Dank. Nils Althaus, wer ihn live gesehen hat, kann das während der Adventszeit an jedem Sonntag immer wieder in einem anderen Kellertheater in der Schweiz. In der letzten Woche ist bekannt worden, dass offenbar ein Polizist, ein Zürcher Stadtpolizist und BDP-Mitglied in ein Mordkomplott verwickelt war. Und weil er BDP-Mitglied ist, ist er irgendwann mal bei einem Anlass der Frau Widmer-Schlumpf begegnet. Und für sie ist es jetzt natürlich ein bisschen peinlich, weil es gibt jetzt ein Foto, wo sie mit einem angeschuldigten Mörder zusammen drauf ist. Gut, aber das da ist jetzt alle so blöd und eigentlich kann das ja passieren. Nein, Kriminelle gibt es in jeder Partei. Ja, und das weiss ich alle mit einem Bundesrat abbrechen. Natürlich, das ist also, klar. Das ist noch nicht viel extremer findet mir ein anderes Bild, wo sie andere Begegnungen hat. Das ist wirklich ein bisschen... Ja. Das ist wirklich too much, das finden wir nicht in Ordnung. Nein, das geht nicht. Okay, dann was ist noch? Wir haben noch bei der Ausschaffungsinitiative haben wir noch etwas sehr Interessantes ja, auch gefunden. Hat auch mit einem Foto zu tun. Sie kennen das Plakat. Da hat man ja lange Zeit gewährleistet, wer ist das Model? Ist es irgendein Ausländer? Man könnte beruhigt feststellen, nein, es ist kein Ausländer. Es ist einer, der in der Nähe ist. Auch politisch in der Nähe. Und ja, genau. Und jetzt kommen wir, wenn wir schon politisch in der Nähe sind, jetzt kommen wir zu unserem Gesprächsgast vom heutigen Abend. Er ist, das kann man glaube ich wirklich sagen, der Shootingstar von der Sozialdemokratie in der Schweiz. Er ist in der letzten Zeit in allen Medien gewesen und das hat zu Recht. Er ist einer natürlich von den Hauptbeteiligten am neuen Parteiprogramm von der SP. Er ist JUSO-Präsident und SPS-Vizepräsident. Herzlich willkommen, Cedric Wermuth. Hallo, Cedric Wermuth, herzlich willkommen. Wir wollen am Anfang gerade etwas klarstellen. Wir wollen gerne, dass wir uns duzen da, weil wir haben ja vor zwei Wochen den Toni Brunner auch duzen. Und bevor wir wieder Reklamationen bekommen, dass wir nur die einen duzen, duzen wir jetzt gerade alle. Ist das okay? Kein Problem mit dem? Ja, ja, wenn es muss sein, ist eben, genau, gut. Genau. Aus Ausgewogenheitsgründen wollen wir aber auch, dass du jetzt gerade von Anfang an einmal etwas ganz Deftiges gegen die Ausschaffungsinitiative sagst. Also kannst du loslegen. Wir müssen das. Ich weiss, du willst das nicht, aber wir müssen das praktisch.
Ja, also die Ausschaffungsinitiative ist für mich die Abschaffung von der Schweiz, die es seit 1848 gibt. Verletzung vom Gleichheitsprinzip. Gut, ja, das kann darum noch ein bisschen mehr sein. Anders. Ja. Deftig ist kurz. Ja. Ja. Nein, nein, man kann noch ein bisschen mehr. Also zu schwer, sonst heisst es wieder, nur der Toni Brunner hat da können seine Botschaft loswerden. Also ich finde, die Ausschaffungsinitiative sollte eigentlich Abzockerschutzinitiative heissen, korrekterweise. Weil sie will, dass Leute, die das Bankgeheimnis in der Schweiz benutzen, zum Steuergelder hinterziehen, oder Leute, die Wirtschaftskriminalität begehen, die wollen wir behalten. Und wenn jemand vergisst, das Formular auszufüllen, auf der Sozialhilfe, die sollen ausgeschafft werden. Ja. Also, ist ein also die können keine Hilfe über vom Herrn Lumengo, dann, oder wenn der das mit dem... Ich darf mich zu einem laufenden Verfahren, glaube ich, nicht äußern. Das Verfahren läuft ja gar nicht, weil ich ja verurteilt wurde. Er hat Berufung eingeleitet. Gut, also zu kein Verfahren von SP-Mitgliedern, genau. Zumindest nicht die eigenen. Ja. Er hat nicht vergessen, Formular auszufüllen. Er hat eben Formular ausgefüllt. Das ist richtig. Das ist richtig. Hallo. Und zwar nicht seine eigenen. Das ist es. Das ist noch verrückter. Nein, Cedric, wie ist das jetzt eigentlich? Das interessiert ja alle Leute. Wie ist das jetzt mit dem Kapitalismus, wo muss abgeschafft werden? Oder du bist ja der gsi, wo praktisch die ganze Partei in Geiselhaft genommen hat. Also man hat können sagen, du bist da gekommen, zusammen mit deinen linken Kompagnon und mit Jacqueline Fehr und bist dort hier und hast das in das Programm gebracht, Kapitalismus abschaffen. Wie geht's weiter? Ist er schon ein bisschen abgeschafft oder sind wir noch dran? Nein, wir geben noch 2-3 Monate. Ja, wir machen 2-3 Monate? 2-3 Monate würde ich sagen, ja, sicher. Also wir fangen jetzt an damit. Wir lancieren die erste Initiative, die genau soll sagen, was einer soll. Also die 1-12-Initiative, die JUSO geht in die Richtung. Mehr Steuergerechtigkeit am 28. November. Der wird noch 2-3 Jahre, also er wird sich jetzt noch, aber er liegt am Boden. Und es geht noch 2-3 Monate. Da kommt jetzt die Steuerinitiative, also Steuergerechtigkeitsinitiative, wenn ihr sie ja nennt und so. Aber ist das nicht ein bisschen, ich meine, das ist so ein Detail mit diesen Steuern. Wenn ja der Kapitalismus abgeschafft wird, gibt es ja auch keine Steuern mehr. Oder wie ist das dann? Werden dort die Steuern vom Staat gezahlt? Das wäre das Ideale, klar. Nein, natürlich nicht. Kapitalismus abschaffen heisst nichts anderes als wirtschaftliche Macht demokratisch verteilen. Wir sehen heute, was passiert in den Sonntagszeitungen. Die Superreichen, die versuchen, das ganze Volk, eine ganze Nation unter Druck zu setzen, indem wir sagen, wenn ihr Ja sagt zur Steuergerechtigkeitsinitiative, ziehen wir aus. Und genau das wollen wir verhindern. Das ist die Überwindung des Kapitalismus. Nichts anderes als die urschweizerische Idee von Demokratie weiter ausbauen. Aber so, die Unternehmerkollegen von denen haben gesagt, das sei eher kontraproduktiv. Die merken also auch, dass so eine Drohung eigentlich nicht zieht. Das wäre eigentlich eher in eurem Sinn. Der Herr Schindler, von der Lift-Schindler, ich meine, der hat es natürlich auch einfach, wenn der umzieht, hat der einen Lift, oder? Der muss ja nicht zügeln. Das muss man auch wieder sehen, dass der auch da wieder im Vorteil ist. Oder? Ja, und er muss wegen der tiefen Steuern auf Rumänien oder Bulgarien ausmachen. Ja, da ist er ausreichen. Ja gestraft genug, oder? Dem klauen sie als erstes mal den Klappen, wenn er da runterfährt. Ja, und den Lift, oder? Und Lift. Dem klauen sie mal gerade den Lift, wenn er dort runtergeht. Nein, aber jetzt... Mit dem Kapitalismus, das ist ja ein kleines Fernziel, oder ist es, gibt es einen Zeitplan für die Abschaffung? Wir müssen es ja auch ein bisschen wissen mit unseren horrenden Löwen. Ja, ich habe das Geld auf dem Postcheckkonto und ich möchte einfach wirklich wissen, ob ich da... Die Post ist staatlich, die kannst du spalten. Das findest du gut? Problem, ja. Post ist gut? Ja, Post ist okay. Ich bin eine staatliche Kapitalisten-Sau in diesem Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich trete erst im März 2011 zurück als JUSO-Präsident. Bis dann soll der Masterplan sicher stehen. Aber es geht nicht darum, dass wir das einen Tag machen. Das ist ein Ziel, eine Vision, die wir gestellt haben. Schritt für Schritt. Steuergerechtigkeitsinitiative ist ein erster Schritt hin zu einer wirklich demokratischen Gesellschaft. Und da soll es weitergehen. Ja. 7 Tage. Was? In 7 Tagen machen. Nicht noch einmal 7 Tage. Nein, 7 Tage, das war der Herrgott. Ah, verwechselt das immer. Entschuldigung. Was mich ja wundern würde, du trittst zurück als JUSO-Präsident, aber du bleibst SP-Vizepräsident. In einer Übergangszeit. Und ich nehme an, ich meine, so einer wie du, der national so viel zu sagen hat und nicht in einem Rat ist, du bist ja nicht im Nationalrat, du bist nicht im Parlament. Du bist immer noch Einwohnerrat von Baden. Genau. Wie lange bist du schon dort? Auch erst 1,5 Jahre. Aha. Bist du in dem Einwohnerrat? Ja, ja. Ah, ja. Ja, aber du kannst den Kapitalismus so überwinden. Ja, Schritt für Schritt. Ja, aber nicht in 1,5 Jahren. Weißt du, Baden ist heikel. Nein, weißt, aber du, ich nehme an, du willst national. Du bist Nationalrat, oder? Also, ich werde kandidieren 2011, aber das entscheidet ja nicht ich allein, ob das klappt oder nicht. Ja. Ja. Hast du denn das Gefühl, mit dem Parteiprogramm, das ihr hier abgeschlossen habt, sei das attraktiv, um gewählt zu werden?
Und wir haben seit das Parteiprogramm. Ja, also seit das Parteiprogramm gibt, haben wir alle kantonalen Wahlen gewonnen. Das muss man schon sagen. Seit das Parteiprogramm, ja. Haben alle kantonal. Oh, das ist natürlich. Gut, das ist eigentlich. Eine im Jura, ja, aber ja. Das sind alle. Sind alle. Statistisch. Statistisch. Aber du bist auf dem Niveau drum, der SVP-Statistik. Auf deinem, auf eurem Niveau, darum komme ich drauf. Auf dem wissenschaftlichen Niveau von uns, das stimmt eigentlich. Also, dass er jetzt von uns gelernt hat, Mike, das kann man jetzt auch anerkennen. Das ja, von Giacomo Müller lernen heisst Siegen lernen. Ja, genau. Also, ich weiss es schon, darum bin ich da. Also, ich meine, was mich ein bisschen irritiert, ich meine, ich habe ja ganz in der Jugendzeit auch eine antikapitalistische Vergangenheit. Aber, da haben wir eigentlich ausgeschlossen, gell? Ja, genau, das mal, aber und zwar darum, weil ich eben darum, wie dir ein bisschen irritiert, wir haben früher gerufen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Also, ich bin wegen dem eigentlich ausgeschlossen worden. Ja, was soll ich jetzt da dazu sagen? Ich bin mich jetzt dann noch nicht gegeben. Ich glaube, noch nicht mal angedenkt. Ja, vermutlich. Ja. Gut, da werden wir ja nicht in die Intimität gehen, wenn du angedenkt worden bist. Wird man in der SP angedenkt? Machen wir es so? Das ist eine sehr intellektuelle Form von der Vorpflanzung. Ja, tatsächlich. Also wir haben bei den Jungen sehr viel Unterstützung von der Mutterpartei, das muss man auch mal sagen. Stimmt. Bei allen Konflikten, die wir rein haben, aber wir wären extrem gefördert, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Das stimmt, ja. Und du tust ja auch die SP ein bisschen entstauben, sagt man ja so. Ich könnte gehört sagen, ihr könnt ja, es gibt ja auch bei den anderen Parteien gibt's ja sehr viele Junge, die ein bisschen Leben reinbringen, wirklich die Parteien übergreifend. Ich kann gehört sagen, ihr habt mal eine Versammlung gemacht beim Toni Brunner seiner Beiz, ja, als Juso. Ja, das ist richtig. Wir haben unsere Geschäftsleitungsretrette, die strategische den Sommer beim Toni Brunner in der Beiz gemacht. Ja. Jawohl, das ist richtig. Und haben, wie war es? Super, das war wirklich ganz toll gewesen. Toni Brunner hat, nein, ich habe versprochen, erzähle nicht alles, aber wir haben den Abend noch... Wir sind unter uns. Das geht nicht raus. Er hat auch nichts erzählt, ich glaube, vor zwei Wochen. Wir haben den Abend noch zusammen verbracht und noch ein bisschen abgezählt, oder was das ist, getrunken, was sie dort machen. Das war gut gewesen. Ja. Wir haben uns dann gefunden mit der Zeit. Also die Schnaps, ja. die dort dann langsam ein bisschen... Über sind, haben ihr dort auch getrunken? Enzian, genau, nicht Appenzeller. Weißt du, in unseren Fischen steht alles. Habt ihr den Enzian getrunken, bevor ihr das Parteiprogramm verabschiedet habt? Nein, leider vorher. Vorher, ja, zur Inspiration. Das können wir, glaube ich, notieren. ich habe noch eine Frage wegen der EU. Entschuldigung, ja. Ich weiss, du bist EU-Gegner. Aber ihr wollt ja jetzt in die EU eintreten und dort mit euren Verbündeten den Kapitalismus überwinden. Also Merkel, Sarkozy, Berlusconi. Oder, da habe ich ein bisschen... ich komme nicht so nach, ehrlich gesagt. Das zeigt, wie unglaublich tolerant wir sind. Oder? Wir wollen trotzdem mit der EU, auch wenn sie hochgradig nicht so funktioniert, wie wir das wollen. Aber also das hochgradig kapitalistisch. Ja, das ist so. Ja. Das ist so. Aber es ist eine langfristige Perspektive. Wir sind dran, in der Schweiz Souveränität abzugeben. Die Demokratie wird unterhöhlt, wie wir von Brüssel übernehmen müssen. Und wir wollen dort gerne mitreden. Das ist der Grund, warum wir mit der EU wollen. Im Grunde muss man nicht so heikel sein, wenn man zum Toni Brunner in die Beiz kann. Kann man auch in die EU. Ja, richtig, natürlich. Ja, klar. Also ich schreibe klare Antworten mit Widersprüchen. SP. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Wobei, wenn du an der Uni darfst, das nicht erzählen, ist kein Sturm. Er ist nicht an der Uni, er schafft. Und zwar beim Arbeiterhilfswerk, genau. Oder? Ja. Was machst du dort? Kommunikation und Kampagne. Oh, da haben sie den richtig genommen. Ja. Also du musst aber dann, für beim Arbeiterhilfswerk, ja auch von den Kapitalisten, die musst du ein bisschen überzeugen, dass sie dem Arbeiterhilfswerk spenden. Kommst du da nicht ein bisschen in einen leichten Interessenskonflikt? Nein, ich mache zum Glück kein Fundraising, ich mache nur Kampagnen. Also ich muss nur, darf nur austeilen, ich muss nicht Geld reinholen. Ah, oh, das ist aber gut. Das ist jetzt eine von diesen, wie heissen die Ansichten, die ich habe? Doof. Die Ansichten. Das ist der Beweis, dass die Glückspost doch recht hat. Ja. Cedric Wermuth, du bist, ob man einverstanden ist mit dir oder auch nicht, du bist innerhalb von dieser Schweizer Landschaft sicher eine erfrischende Erscheinung. Und darum vielen Dank, dass du zu uns kommst. Cedric Wermuth. Merci. Jawohl, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jetzt den Eindruck haben, wir hätten als Staatsfernsehen dem radikalen Linken da wieder eine Plattform geboten,
dann haben Sie recht mit dieser Annahme. Wenn Sie Beschwerden schreiben wollen, können Sie das machen. Schicken Sie die Beschwerden. Wir verbinden es dann zusammen verbinden mit den Beschwerden, die wir bekommen haben, wo der Toni Brunner bei uns war und die anderen reklamiert haben. Das verbinden wir miteinander, verbinden, damit wir weiter unsere Sendung machen können, weil wir sehen uns wieder dann in einer Woche am nächsten Sonntag am 9:15 Uhr. Aber vorher kommen wir noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Im kommenden Winter sollen die Strassen nicht nur gesalzen, sondern auch gezuckert werden. Das stimmt. Der TCS warnt, dass die Autos zwar nicht mehr rosten, dafür aber Karies bekommen. Und der Ricardo Lomengo gibt Parolen raus. Er sagt, er stimme gegen die Ausschaffungsinitiative, und zwar mit 44 Stimmzetteln. Danke vielmals, das war's. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Habt eine gute Zeit. Dankeschön und vielen Dank. Merci. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.